Hoi zusammen. Hoi, hallo. Hallo, Hans. Hallo, Hans. Grüezi, Hans. Bring mir noch das Bier, du geile Sau. Und wie hebt man es? Oh, moin. Oh, moin. Dann geht's schon. Danke dir. Ja, dort zum Wohl zusammen. Ja, zum Wohl. Miteinander. Habt ihr gehört? Eine Gruppe Jugendliche hat der Kirche einen Gehörig randaliert. Sie waren am Umschüssen und haben Züge in die Luft gejagt. Was? Dazu haben sie noch den Bischof enthauptet. Was denn? Zum Schluss haben sie alles noch aufs Internet geladen. Dann eine Hure Drecksack. Weil uns innige Unverschämtheit ist. Ja, also nicht zum Sagen. Gast, dann haben sie mir heutzutage. Ja, du sagst, Sepp. Kein Respekt mehr von der Kirche und von der Christen. Eine brutale Frechheit. Gibt's Respekt, also, eins ist nicht zum Sagen. Halt auch kein Respekt, hast du mir heutzutage. Nein, eins kann schneiden. Ich frage mich, was der eins aus will. Halt auch sie los. Halt auch nicht wissen, wie du dir jungen Satan. Geh dich gescheiter arbeiten. Ich kenne dich gerne nicht. Arbeiten. Ja, gewähren wir. Furchtbare Töttel. Ja, Anstand, eins ist gewaltig. Genau da mit dem. Halt auch, ich sperre es heute. Was sollte man einsperren? Aber wisst ihr, was mich am meisten daran stört? Ja. Halt auch, dass ihr keinen Respekt habt. Gib mir Respekt, ja. Nein, also Respekt hat keiner. Eins kann schneissen. Du Boy, bringen wir noch nein, also, ich hab gehört. Er sei ihn schon einen zweiten Film machen. Also, das ist aber die größte Frechheit an. Was stellst du denn eigentlich vor? Den Spinnen, ja! Spösch! Gut, sehen wir noch! Ja, gehört, der Pfarr sei ihm Unterschriften für einen Leserbrief sammeln. Ach so? Eine super Idee. Dort unterschreibe ich sofort. Ja, ich auch. Ich mache auch mit. Dann dürfen wir den Spunten mal eine gehörige Lektion erteilen. Das ist ja der Frage. Ja! Wir werden ihr das blaue Wunder erlassen. Eins werden schon. Also nur ein Tätschen. Zum Wohl miteinander. Zum Wohl. Zum Glück sind wir nicht so blöd. Auch. Wisst ihr, was wir noch machen können? Was? Ein Schnäpschen bestellen. Wer könnte einen Schatz zeigen? Oh ja, oh ja. Genau. Wegen Christenfeindlichkeit. Na komm, dann machen wir. Oi, bring mir noch ein Bier. Bringt gerade allen noch mal einen Schnaps dazu. Ja, ja. Bring uns noch einen Schnaps dazu. Ja, ja, Schnäpschen mag man auch. Aber wer macht man's? Wisst ihr uns? Nein, ha. Halt auch sagen, denk. Ja, halt, denk. Auch beim Badist, oder? Nein, das musst du bei Landespolizei machen. Ah, oh, musst du okay. Komm, wir rufen gerade mal an. Landespolizei Vaduz, wer kann ich helfen? Hoi, da ist der Josef. Wir wollten einen Anzeiger starten gegen den specklosen Schwein, der das Video gemacht hat. Richtig. Jetzt haben wir das aber richtig gezeigt. Ja, eins ist ja schon. So schnell machen wir keinen Film mehr. Nein! Aber weißt du, wieso können die ja nicht alle so gut bürgerlich, moralisch und tugendhaft sein? Ja, von wir die haben keine Moral. Ja, ich weiß doch auch. Es ist schon einfach in der heutigen Zeit. Keinerlei Respekt kannst du mehr. Sie tut es einfach grausam. Keine Moral. Ja, von was wir haben. Ah ja, ich muss euch noch erzählen. Ja, schieß los. Also, eins war gewaltig. Schieß los. Gestern, oder? Bin ich noch am Berg und schnell in den Ländern Bier gekauft. Bier! Dann sehe ich einen anderen Tunter. Ich denke mir, Hitze. Schieß los. Ja, halt auch so ein Mannsweib. Ah, was? Bösch. So richtig mit langen Haaren und allem. Ja, länge Haare, Biberhudeln. Nee. Ich denke, die Spinne. Ja, und der, was hast du gemacht? Ja, was hätte ich ja machen sollen? Ihr oder ihm oder ich weiss doch auch nicht. Fisch halt ein paar gehörige Schimpfwörter an den Ring geworfen. Ja, dachte ich. Dort gebe ich den Credo schon da. Moral habe ich keine mehr heute. Ja, also dort haben sie wirklich recht. Ich schon, ja. Die Hohen klappen der Modeerscheinungen, was gibt. Jo, gell. Erst werden alle auf einmal schwul, dann erwarten Gleichberechtigung und dann kommst du noch in eine Geschlechtsidentitätsstörung. Jo, gell, eine schlechte Identität. Was kommt als nächstes? Ein brandschwarzer Landtagsabgeordneter. Jo, jo. Böschisch. Ganz böschisch, sicher der auch. Jo, das passiert halt, wenn man ja scheiß Linke im Landtag hat. Jo, von Idioten sind uns. Gönn Respekt, wenn es nachher ging, dann wären wir heute alle Moslems und täten da so einen Machmut, oder wie man das sagt, aber. Jo, ein Flammmann, gell. So wie kommt's noch? Ich bin ein stolzer Christ. Das kann niemand verbieten. Also, eins
sicher nicht halt. Du schießt Ausländer, du Fackel. Schieß Ausländer, ganz langsam auf das Sack. Sag nichts. Letztens bin ich im Dender gesehen, ein Bier kaufen. Da habe ich gedacht, mir gibt es eins. Schneid per Post einfach also ein Neger. Was? Richtiger Berg. Ja, was hat er gemacht? Nichts! Es gibt ja nicht! Aber ich hab gedacht, mir gibt's eins! Ja, ja, das hat schon einfach böse in unserem Land. Nicht in einem waschechten Berg! Ja. Zum Glauben ist das. Was hast du gemacht? Ja, halt da das Leid gesagt haben. Ja, das ist recht hast. So ein Asylaner oder was das sind? Was ist ein Asylaner? Ich hab's noch nie gehört. Er kommt von Afrika daher. Wir wollen da gratis leben! Ja, sehr! Und du, die muss es zahlen! Aber das Schlimmste ist, der kommt daher und lebt auf unsere Kosten. Ja, genau. Ja, genau. Bodenlose Frechheit. Genau, darum habe ich nie Geld im Sack. Ist schon klar. Sie wollen halt auch wacker kaputt lassen, sie nicht nützlich saufen. Ja, sie haben wissen, was ich letztens gehört habe. Der Rettiv am Hinterprovacenger Büblibürster hat gesagt, er kommt daher und kaufen sich aus seinem Geld Turnschuhe und Computertelefon. Das darf ja nicht wahr sein! Unglaubliche Chance! Das ist nicht wüsste, schicken sollte man das da. Also noch ausschaffen. Am besten so schnell wie möglich. Und ja, kein Geld mehr. Böse heutzutage. Ich brauche mich selber, mein Geld. Jetzt kann ich nicht ja, und es werden alle bei mir. Ich komme daher. Stören unsere Kultur. Das ist ja nicht für mich, die Wirtkasse. Etwas anderes. Josef, ich habe einen neuen Traktor. Ach schon? Was für einen? Ein Steier 91,25. Nein, nein. Was? Nein, bist du ein Sauklappeter Volltrottel. Hey! Halt die Schnurre! Das ist mal bei weitem geiler als dein auf End 820. Das ist billig. Selke, sei du Krüppel. Sag mir nicht Krüppel, du sauklappeter Hundshoder. Ui, jetzt musst du wacker aufpassen. Oder was? Ja, dann zeig dir das schon. Ja, dann mach doch. Halt Schnorren, sonst klebt. Halt doch du, der Laden und kein Bahura, Schweinsauhund. Ich höre die Wacker auf. Nein, nein, macht weiter so. Oh, ich sehe, halt nicht raus. Nein, nein. Bist du still, Sehner? Nein. Jetzt langt es mir langsam, du klappert das auch. Ja, fick dir jetzt genau, du Hurensohn. Jetzt knallst du verdammt. Da knackt der Hund sauer! Jetzt darfst du mir den Eisen nicht krummen. Nein, nein, sicher denn nicht. Du mir aber auch nicht sehen. Nein, nein. Sag du, alter Mann. Du bist ein Zweiter. Du nicht, du nicht. Man mag dich. Ah, Sehne. Ich lade jetzt nochmal auf eine Runde rein. Danke, Hans. Ja, mein Jo. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Der Bauer. Der Bauer ist heute noch nicht zu verachten. Wenn der zufrieden ist, die eigene Sache. So kann man das Glück aus den Augen lachen. Bis in eine Fehle unter dem eigenen Dach. Hanget die mal an vom Stall der Duft. Er hat noch Sauerstoff genug an frischer Luft. Der Bauer kann werken unter dem freien Himmel. Der Bauer kann werken, er hat es von der Ahnenhaft schon immer. Der Bauer, der Bauer, der Bauer kann werken. Der Bauer ist König. Der Bauer kann werken. Der Bauer ist Meister.